Was geschah bisher in My Little Pony? Du wolltest mich sehen? Wegen einer Prüfung? Das Kristallkönigreich ist zurückgekehrt. Wie bitte? Ich soll helfen, ein ganzes Königreich zu beschützen? Am Ende wird es so kommen, dass du es bist. Und nur du. Aber was, wenn ich versage? Nun, das Königreich ist nicht das Einzige, das zurückgekehrt ist. Los, lauft! Das ist funkeltastisch! Cadence bemüht sich mit all ihrer Kraft, ihren Zauber aufrechtzuerhalten. Und ich versuche, alle möglichen Anzeichen in der Arktis zu deuten. Aber die Kristallponys hatten zu wenige Informationen für uns. Kristallponys? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich erinnere mich an nichts, was vor König Sombras Regentschaft passiert ist. Die Geschichte des Kristallkönigreichs. Auf der letzten Seite wird ein Kristallherz als Hauptattraktion erwähnt. Ich habe es mit meiner Magie aus einem Kristallblock herausgeschnitten. Der ganze Sinn des Kristalljahrmarktes liegt darin, den Geist der Ponys anzuregen, damit das Licht in ihnen das Kristallherz versorgt. So ist das Königreich geschützt. Ich glaube, wir kriegen da ein Problem. Ich wusste nicht, dass es ein Relikt ist. Ist schon in Ordnung, Twilight. Twilight! Das Königreich wird angegriffen. Ich muss unbedingt das Kristallherz finden. Nein, du bleibst hier bei Cadence. Sie braucht dich, Shining Armor. Ich finde das Kristallherz. Gesagt, getan. Ich habe versucht herauszufinden, was genau Celestias Prüfung sein wird. Wahrscheinlich soll ich das Kristallherz zurückholen. Aber du kannst auch etwas für mich tun. Was denn? Du musst mit den anderen dafür sorgen, dass der Jahrmarkt weitergeht. Was? Während dieses Ding ins Königreich eindringt? Der Sinn des Jahrmarkts liegt darin, den Geist der Kristallponys anzuregen, damit sie das Kristallherz aktivieren können. Ja, und? Wenn die Kristallponys herausfinden, dass König Sombra wieder versucht, die Macht zu übernehmen, dann kann ihr Geist nicht angeregt werden. Dann ist es egal, ob ich das Kristallherz finde. Sie können es nicht mehr aktivieren. Ihr müsst sie auf dem Jahrmarkt bei Laune halten. Alles klar, wir halten auf dem Jahrmarkt die Kristallponys bei Laune. Wird erledigt! Twilight, sei vorsichtig. Ja, bin ich. Okay, Twilight. Huh? Hi, ich habe gerade herausgefunden, dass sie Fohlenschminken für die Kleinen anbieten. Aha, können wir auch machen. Twilight hat was geplant? Er lässt sich so wahnsinnig gern sein Gesicht bemalen. Wer möchte ein Flügelhorn? Ich möchte ein Flügelhorn! Wer möchte sonst noch ein Flügelhorn? Ich möchte ein Flügelhorn! Twilight, warte! Ich komme mit dir. Nein, das geht nicht. Ich muss versuchen, das Kristallherz selbst zu finden. Ich weiß, aber ich rühre nicht eine Klaue, um dir zu helfen. Nicht eine Klaue, Spike. Wo genau reiten wir noch mal hin? Ich glaube, ich weiß, wo König Sombra das Kristallherz versteckt hat. Im Schloss? Ich glaube, dass der König sich darauf verlassen hat, dass kein Pony dort danach suchen wird. Sie hatten zu viel Angst, es zu tun. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffen wir beide. Hey, was guckst du denn so? Hab ich's mir doch gedacht. Rainbow Dash, wir sollten uns so benehmen, als wäre alles in Ordnung. Das ist richtig. Was ich damit meinte, ist, dass ich dafür sorge, dass die Ponys das falsche Kristallherz nicht sehen, während du sie mit deinen Flugkünsten ablenkst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das die Ponys in eine ziemlich gute Stimmung versetzt, wenn ich meine Flugkünste vorführe.
Komm mit, Ritter! Fluttershy! Hä? Es ist Showtime! Na, Ponyfreundin, gefällt dir der Jahrmarkt? Ja, ich hatte seit 1000 Jahren nicht mehr so viel Spaß. Oh, das ist ja toll. Ihr müsst den Geist von Liebe und Gemeinschaft erneuern, wenn ihr dem Kristallherz Macht geben wollt, oder? Meinst du, ich kann es vielleicht schon vor der Zeremonie sehen? Es ist so viel Zeit vergangen. Nun, ich kann dich verstehen, aber ich finde, es ist ganz schön warm geworden. Ich wette, du möchtest dich gern mit etwas Kristallkönigreich-Nektar erfrischen. Schon das Kristallschmalzgebäck probiert? Ein altes Rezept aus dem Kristallkönigreich. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich habe gehört, dass die Turnierkämpfe bald beginnen. Die solltest du nicht verpassen. Beeil dich, Twilight. Diese Kristallponys sind ja noch neugieriger als Katzen. Es muss doch hier irgendwo sein. Es muss hier sein. Nicht eine Klaue, Spike. Celestias Befehl. Wenn das Königreich voller Hoffnung und Liebe ist, kann man auch in ganz Equestria Hoffnung und Liebe spüren. Aber wenn plötzlich Hass und Angst herrschen... Oh, natürlich! Was? Hast du es gefunden? Nein, weil das hier nicht König Sombras Schloss ist. Hat er hier denn nicht gelebt, als er König war? Doch, sicher. Aber so hat es hier nicht ausgesehen. Wow! Wann hast du das denn gelernt? Diesen kleinen Trick hat mir Celestia beigebracht. Du bleibst hier. Wenn du darauf bestehst. Kannst du da unten schon irgendetwas erkennen? Noch nicht. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie weit es noch runtergeht. Hier. Keine Ahnung. Ich habe eine Tür geöffnet und... Jetzt musst du gehen. Wohin denn gehen? Das interessiert mich nicht. Du bist durchgefallen, Twilight. Aber ich verstehe das nicht. Die Prüfung. Tut mir leid, du hast die nächste Stufe deiner Studien nicht erreicht. Und du wirst deine Studien auch nicht mehr weiter fortsetzen. Du hast nicht gesagt, dass ich nicht mehr deine Schülerin bin, wenn ich versage. Habe ich das nicht? Aber was soll ich jetzt tun? Twilight! 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 Ich weiß, ich sollte oben bleiben, aber du warst so lange hier unten und hast nicht geantwortet und ich habe mir Sorgen gemacht und du hast nur die Wand angestarrt. Und ich habe dich gerufen, aber du hast gar nicht reagiert. Worauf hast du gestarrt? Ich meine, es ist doch nur eine Wand. Ponyweh? Wie komme ich denn? Nein!
Ich will aber nicht gehen. Bitte, Twilight, nein, zwing mich nicht. Das ist König Sombras dunkle Magie. Eine Tür, die dich zu deinen schlimmsten Ängsten führt. Wir waren zu Hause. Du hast mir gesagt, dass du mich nicht mehr brauchst. Du hast mich fortgeschickt. Spike, das wird niemals passieren. Ich werde dich niemals fortschicken. Und ich werde auch nicht versagen. Was gibt's da zu sehen? Treppen. Eine ziemlich lange Treppe. Vielleicht solltest du mich diesmal begleiten. Es davon ab, wie gut wir diese Ponys unterhalten. Aber wenn das so ist, dass dir das offenbar nichts bedeutet. Ach, okay, okay. Beim nächsten Mal greife ich nicht so hart an. Aber auch nicht zu lasch. Schließlich muss ich ja auch meinen Ruf wahren. Was, wenn das auch einer seiner Zauber ist? Er schafft eine Tür, die einen zu den schlimmsten Ängsten führt. Warum dann nicht auch eine Treppe, die niemals endet? Halt dich an mir fest! Noch ein Momentchen. Das Material an meinem traditionellen Webstand ist fast aufgebraucht. Ich habe gerade einen Hut aus 3 Strohhalmen und einem Trinkstäbchen gewebt. Ich habe es hinbekommen, aber trotzdem. Wir müssen tun, was wir können, um diesen Jahrmarkt am Laufen zu halten. Die Prinzessin sieht sehr geschwächt aus. Ich kann mir denken, dass ihre Magie nicht mehr sehr lange reicht. Aber es wird alles gut. Diese Ponys werden dem Kristallherz Macht verleihen. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir ihre Magie nicht mehr benötigen. Ich hoffe, dass es bald soweit ist. Selbst ich kann diese Party nicht ewig in Gang halten. Das ist nicht unser Kristallherz. Nein, natürlich ist es das nicht. Das echte Kristallherz ist auf dem Weg. Ich hätte beinahe gesagt, es wird gerade poliert, um noch mehr Zeit zu gewinnen. Ups. Kristallherz. Wow! Ich habe alles über Gravitationszauber für die Prüfung gelernt. Wie es aussieht, war ich perfekt vorbereitet. Du sollst Prinzessin Cadence doch das Kristallherz überreichen.
erreichen. Wenn du es nicht tust, bist du beim Test durchgefallen. König Sombra greift das Kristallkönigreich an. Und er kann auch die Ponys jeden Moment angreifen. Und Prinzessin Cadence. Und mein Bruder, meine Freunde. Es bleibt nicht genug Zeit für mich, um einen Weg hier herauszufinden. Du bist derjenige, der das Kristallherz zum Jahrmarkt bringen muss. Ich? Aber Twilight... Geh! Aber... Geh schon! Zerbrecht euch mal nicht eure wunderschönen Kristallponyköpfchen. Das echte Kristallherz wird jede Sekunde hier sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir wirklich glauben. Ich glaube mir ja noch nicht einmal selbst. Er ist zurück. Ich ertrag das nicht. König Sombra. Meine treuen Kristallsklaven. Hey, hier oben. Spike? Ich habe das Kristallherz. Es gehört mir. Damit König Sombra keinen Zutritt dazu hat. Was? Nein! Nein! Halt! So bleiben. Habt ihr gesehen, wie wunderschön meine Mähne gefunkelt hat? Aber manche Dinge sind viel schöner, wenn sie eine Rarität bleiben. Oh. Alles kommt wieder in Ordnung. Du kannst ja nicht ewig mein Hinterteil retten. So langsam wird mir das peinlich. Am Ende war nicht ich es, die dich gerettet hat. Es war Spike. Das war nur ein Test. Vielleicht kannst du ihn wiederholen. Oh. Ich glaube nicht, dass sie ihn mich nochmal machen lässt. Reiß dich zusammen, Kumpel. Du musst stark bleiben. Für Twilight. Es ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte es geschafft, wie du es gewollt hast. Aber so war es nicht. Twilight, ich habe es so verstanden, dass Spike das Kristallherz zu Cadence gebracht hat, weil du nicht sicher warst, schnell genug einen Weg zu finden, um aus dem Turm zu fliehen. Du wolltest die Zukunft der Einwohner des Kristallkönigreichs nicht riskieren, nur um deine eigene zu sichern. Es macht mich so glücklich, eine Schülerin zu haben, die sich nicht nur um ihre eigenen Interessen kümmert, sondern diese auch für andere opfert, wenn es sein muss. Dann heißt das... Sie wird sowas von durchfallen. Reiß dich zusammen, Kumpel. Du musst stark bleiben für Twilight. Ich hab bestanden! Gezeigt, dass man es kann, vorausgesetzt, man strengt sich an. Gab es Zweifel auch zu
gabst die Hoffnung niemals auf. Du zeigtest uns mit deiner Kraft, was man mit hohem Einsatz schafft. Dass du Erfolg hast, war uns klar, als ob's bei Twilight jemals anders war. Gibt es Zweifel auch zuhauf, es wird gut gehen, verlass dich drauf. Was auch geschieht, was auch geschieht, egal was kommt, egal was kommt, was auch geschieht, gib niemals auf. Ja, ich wusste, dass alles gut ausgehen wird.